Dieses Video ist in Zusammenarbeit mit Destiny Blog entstanden. Den Link zu der Homepage findet ihr in der Videobeschreibung. Hallo und willkommen zu einem neuen Video über Destiny. Im letzten Video habe ich euch gefragt, über welches Thema wir als nächstes reden sollen. Und ihr habt euch eindeutig entschieden. Von mittlerweile 100 Kommentaren habt ihr in mehr als 70 davon für Osiris abgestimmt. Also, reden wir über Osiris. Osiris war ein Warlock, einer der berühmtesten Hüter. Er war ein Talent, der unter 1000 Hütern nur einmal vorkommt. Er gehört zu der absoluten Elite aller Hüter. Vor langer Zeit ist er ein Mensch gewesen, bis ihn ein Geist fand und ihn auswählte, dem Licht zu dienen. Die Geister wählen diejenigen aus, die den Heldenmut und das Potenzial haben, um zu tun, was nötig ist, damit sie die Dunkelheit bekämpfen können. Aber ein Warlock kämpft von Natur aus einen zweiten, inneren Krieg mit sich selbst. Der Kampf, ein Universum voller Geheimnisse zu verstehen. Osiris kam als Warlock zurück in unsere Welt. Schon früh erkannte man sein riesiges Potenzial. Nach der Schlacht der Sechs Fronten etablierte er sich als mächtiger Krieger und Held. Aber eine Legende war er da noch lange nicht. Ein Titan mit dem Namen Saint 14 empfehlte den Sprecher, ihn als seinen persönlichen Schützling zu machen, und so begann die steile Karriereleiter von Osiris. Der Sprecher ernannte Osiris zum Kommandanten der Vorhut. Ja, Osiris war der Vorgänger von Commander Zavala. Obwohl es eine Fraktion gab, die ihn überhaupt nicht vertraute. Der Konkordat, angeführt von Lysander, behauptete Aufzeichnungen zu besitzen, die beweisen, dass Osiris nur ein gescheitertes Experiment des goldenen Zeitalters ist, das von einem unfähigen Geist zurück in unsere Welt gebracht worden ist. Osiris war sehr neugierig und ihn erschreckte nichts. Er fragte sich, ob die Erinnerungen, die wir aus dem goldenen Zeitalter haben, tatsächlich real sind und ob unsere Persönlichkeit von unseren Geistern erschaffen wurde. Sind wir noch zum Teil der Mensch, der wir einst waren, oder nur noch lebende Waffen im Dienste des Reisenden? Osiris strebte irgendwann nach Höherem, als die Vorhut anzuführen oder sein Leben auf dem Schlachtfeld zu verbringen. Die langen Gespräche mit den Kryptachen hatten ihn müde gemacht, doch sein Verlangen nach Wahrheit über den Sinn der Hüter und die Natur der Dunkelheit trieb ihn zum Wahnsinn. Er begann in alten Schriften zu forschen, die Ahamkara zu studieren, den Sprecher und den Reisenden zu hinterfragen. Er beschäftigte sich mit dem Leben nach dem Tod und warum uns die Geister ins Leben zurückholen. Sogar Xur wurde von ihm gejagt, um seine Herkunft zu erforschen und um herauszufinden, wer die Neuen sind. Er reiste ins Riff und noch viel weiter. Nichts konnte seinem Wissensdurst stillen. Der Sprecher fing an zu befürchten, dass die Hüter in der Stadt und den Turm auf andere Gedanken kommen könnten und so die Aufmerksamkeit vom Reisenden, unserer einzigen Hoffnung, abgelenkt wird. Osiris war auch derjenige, der Kabar inspirierte, die gläserne Kammer zu finden und zu betreten. So wie Toland erforschte er auch die Schar und prophezeite, dass Oryx in unser Sonnensystem kommen würde. Doch die Vex faszinierten ihn noch mehr als die Schar. Es wird gemunkelt, dass er zu nah am Verständnis der Vex gekommen sei. Eines Tages beging er ein Verbrechen, welches vom Turm nicht mehr geduldet werden konnte. Er umformte die Lehren der Hüter. Warlocks fingen an, ihre Forschung über den Reisenden zu beenden, um die Natur der Dunkelheit zu studieren. Titanen suchten die gläserne Kammer. Die Jäger jagten Visionen hinterher, anstatt ihren Pflichten nachzukommen. Man könnte sagen, Osiris legte den Grundbaustein für Toland, Kaber, vielleicht sogar für die fremde Exo. Und so baute er sich einen Kult um seine Person auf. Viele schließen sich ihn an, so wie Bruder Vance. Er steht im Riff und rekrutiert die stärksten Hüter für die Prüfungen von Osiris. Wenn man neben ihm stehen bleibt und ihn zuhört, erfährt man sehr interessante Dinge. Er ist anscheinend blind. Einer seiner Sprüche ist: Ich kann blind sein, Hüter, aber ich weiß, dass du da bist. Oder: Ich habe vor langer Zeit meinen Anblick verloren, aber es gibt andere Sinne. Die Zitate von Bruder Vance sind außerordentlich spannend. Er verratet uns vieles, das wir nicht mal in den Glimmerkarten finden. Zum Beispiel erzählt er uns, dass Osiris die Neuen auf den Eisfeldern von Europa suchte. Aber es war nicht die richtige Zeit, um sie zu besuchen. Außerdem erfahren wir, dass die Neuen anfällig sind, wenn sie unsere Welt berühren. Eine seiner Aussagen ist gegen den Sprecher gerichtet. Er sagt: Fragt euch mal, was würdet ihr tun, wenn sich herausstellt, dass der Sprecher ein Scharlatan ist? Osiris ist auch ein Fan von Mara So. Bruder Vance sagt: Tu, was die Königin dir sagt, das ist alles Teil des Musters.
Mein Meister hatte immer ein Verständnis für die Königin. Bruder Vance verratet uns auch, dass er ins Riff gekommen ist, weil er mit der Königin ein Geschäft hat. Das hat nichts mit dem Haus der Wölfe zu tun, aber dafür mit Skolas. Und wenn ihr meine Videos immer verfolgt habt, wisst ihr auch, dass die Königin Mara So Skolas an die Neuen ausgeliefert hat und die Neuen ihn wieder freigelassen haben. Dazu sagt Bruder Vance nur, dass die Neuen zweifellos ihre Gründe hatten, wieso sie das getan haben. Er kann uns nicht sagen, wohin Osiris gegangen ist, weil die Zeit dafür noch nicht reif genug ist. Osiris scheint selbst von denen, die ihm folgen, verschwunden zu sein. Einige behaupten, er sei sogleich lebendig und tot. Viele Geister wurden losgeschickt, um ihn zu suchen, doch keiner fand ihn. Es wird aber behauptet, dass Aerys Morn ihm Berichte schickt, wie die momentane Situation auf dem Turm und in der Stadt ist. Jetzt seid ihr wieder gefragt. Wollt ihr als nächstes Video etwas über die Vorhut erfahren? Wollt ihr über den toten Orbit sprechen oder über den Kriegskult der Zukunft? Und die vierte Wahlmöglichkeit ist die letzte Folge vom Buch der Trauer. Danke, dass ihr dabei wart. Lasst ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Abonniert mich für weitere Destiny-Videos und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Andy Edition is back.